Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales auf dem Kanal von Kaffeebecher LP. Wir befinden uns hier im Menü. Im Menü haben wir uns befunden. So, ich muss mich nochmal richtig hinsetzen. Die letzte Folge haben wir Ivo quasi befreit mit dem Vieh zusammen und MacGuffin. Und wir haben den Krämer interviewt. Dann war ich einmal kurz was trinken. Und jetzt geht's auch weiter. Und zwar gehen wir ins Zelt des Häuptlings. Nate, was tust du hier? Dir deinen kleinen Gnomenhals retten. Ja, dann los. Ich dachte, du wärst vielleicht beeindruckt davon, dass ich mich nicht aus dem Staub gemacht habe. Du hast ernsthaft erwägt, mich hier zurückzulassen? Nein, also nicht direkt zurücklassen. Aber es war ziemlich schwierig, hier reinzukommen. Ich musste ein Schwert besorgen und einen Helm und... Und da waren Erdwichtel und Drachen und so. Ich wusste, dass du mich retten kommst. Ja? Ja, du hattest ihn in dir. Die ganze Zeit. Du brauchtest nur einen guten Grund, um ihn herauszulassen. Wem? Wen denn? Dein Heldenmut. Er steckt in jedem. Aber nur die wenigsten trauen sich, ihn zu zeigen. Es ist nicht einfach, ein wahrer Held zu sein. Oh, Wilbur. Schon gut. Binde mich los. Das geht nicht. Ich muss erst den Wettkampf gewinnen. Welchen Wettkampf? Ein Kriegerwettkampf zwischen mir und Marsas. Du bist der Gewinn. Oh, toll. Mit Heldenmut wird es schon gehen. Ja, sicher. Aber vielleicht... Warte hier auf mich. Nicht mehr lang und ich kann dich mitnehmen. Wenn's optimal läuft, sogar in einem Stück. Wo ist das Artefakt? Was ist mit dem Artefakt geschehen? Der Ork-Häuptling hat es mir abgenommen und die Kiste dort auf den Haufen geworfen. Ah, da. Wo? Da! Der Häuptling sagt, dass da auf dem Boden sei ein mächtiger Bannzauber, der Diebstahl verhindert. Der dürfte uns Probleme bereiten. Befreien wir dich erst einmal, dann sehen wir weiter. So, was ist denn mit dem Vieh passiert? Hoffentlich geht es Ivo und dem Vieh gut. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, sie können auf sich selbst aufpassen. Alle beide. Ich weiß nicht. In Gefangenschaft bei den Schatten, ganz alleine, gefesselt und geknebelt. Weißt du etwas über den Kapuzenmann? Nein, er schleicht hier herum. Scheint kein Ork zu sein. Was tun wir, wenn er ein Agent der Schatten ist? Wenn er das ist, sollten wir uns lieber beeilen und das Artefakt in Sicherheit bringen. Hast recht. Bin gleich wieder da. Beeil dich! Guck mal, da gibt's Strickzeug. Ich muss mal für kleine Diplom-Magier. Lass laufen, Wilbur, lass laufen. Da gibt's Strickzeug. Wolle und so ein Zeug. Seltsam. Überhaupt hätte ich hier mehr abgehackte Köpfe und blutige Breitäxte und solche Dinge erwartet. Mitnehmen. Ach so. Da gibt's einen Spiegel. Das ist einer dieser magischen Spiegel, die mich nicht großartig aussehen lassen. Ich mag spiegelnde Fläche und was mich daraus ansieht. Oh, er mag sich selbst. Da ist die Kiste. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht, jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Sehr gut. Dann gucken wir uns mal das Skelett an. Hier hängen eine Menge Schädel herum. Dieser hier hat ein Loch. Naja, also eins mehr als die anderen. Was sollen wir jetzt machen? Da gibt's noch eine Rüstung, aber die ist natürlich besser. Beim Teutates. Helme. Eine ganze Menge davon. Eine beeindruckende Sammlung, aber sie durfte mir nicht weiterhelfen. Schade. Ja, dann haben wir hier auch alles abgefrühstückt fast, denke ich mal. Gehen wir nochmal hier runter, so dass das Bild sich ein bisschen... nicht? Was wird denn da angezeigt? Wir können Wilbur kitzeln. Der Häuptling behauptet, das sei ein mächtiger Bannkreis. Von diesem Magier-Schnickschnack lasse ich lieber die Finger. Darum soll sich der Herr Diplom-Magier kümmern.
Dann war's das. Mehr haben wir nicht. Raus geht's. Dann treten wir gegen Massas an. Dann soll es so sein. Ach nee, wir wollten uns noch den Wok angucken. Der könnte wichtig sein. Bratpfanne auf Doom. Das ist so eine Art Bratpfanne aus den Ostlanden. Als Kinder sind wir damit die Berge hinuntergesaust. Was? Ihr habt die Wok-WM gemacht? Ist das cool. Wok-WM auf Pro 7 gibt's ja auch immer wieder. So, aber hier gibt's gerade nicht so einen Lichtstrahl, den man sieht. Also gehen wir mal zurück und dann reden wir mal mit dem Häuptling. Also, wie läuft das mit den Wettkämpfen? Der erste Wettkampf ist die Prüfung der Kraft. Oh, schon wieder Armdrücken? Nein, ihr messt euch in der traditionsreichen Ork-Sportart des Zwergenweitwurfs. Ihr stoßt euer Sportgerät, Zwerg, so weit wie ihr nur könnt. Wer ihn weiter stößt, hat gewonnen. Dieser Baumstamm da, ist der Zwerg? Korrekt. Sehr guter Versuch. Der hat nur ein Bein. 12 Fuß. Hervorragend. Ach so, misst man das Fuß. Das kann nicht so schwer sein. Ja? Wie wäre es, wenn wir den Wettkampf für mich etwas interessanter gestalten? Ich trete mit Handicap an. Du hast dich an ein Äußeres gewöhnt. Wenn überhaupt, ist es ein Handicap für mich. Das bedeutet... Die ehrenvolle Massas erlaubt dir in jeder Disziplin beliebig viele Versuche zu unternehmen, ihre Leistung zu überbieten. Und wenn es dir ein einziges Mal gelingt, hast du in dieser Disziplin sofort gewonnen. Von mir aus. Her mit dem Zwerg. Ich habe also beliebig viele Versuche, richtig? Bis die Sonne untergeht. Dann hat der Führende gewonnen. Eigenkleister, so schwer kann das Ding doch gar nicht sein. Ich werde das einzig Ehrenvolle tun, das mir in dieser Situation bleibt. Bescheißen, was das Zeug hält. So, wie kriegen wir den leichter? Das Ding wiegt mindestens 1 Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Vielleicht können die Termiten helfen. Hey, ihr da. Ah, das Säugetier. Ja, könnt ihr mir beim Zwergenweitwurf helfen? Vielleicht sind das ja so eine Art Ameisen, die können auch ganz viel tragen. Ihr kennt euch doch mit Holz aus. Warum ist dieser Zwergholzstamm so schwer? Ein unsichtbarer Zauberer drückt ihn zum Boden. Das glaube ich nicht. Was erwartest du? Das Ding ist ein massiver Holzstamm. Die sind immer schwer. Könnt ihr den Stamm nicht vielleicht aushöhlen? Klar könnten wir. Aber was bekommen wir dafür? Was wollt ihr denn? Ein Brett? 1784? Chateau Latif. Was ist das? Holz, das im Jahre 1784 zu Weinfässern, Schränken und Särgen verarbeitet wurde. 1784 war ein außergewöhnlich guter Holzjahrgang. Verarscht ihr mich? Wo soll ich sowas finden? Dein Problem. So, dann müssen wir also dieses komische Holz finden. Bleibt nur die Frage, wo? Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Draußen, aber wir dürfen nicht rausgehen. Da gibt's eine Socke. Etliche zusammengeknotete Socken. Sonst gibt es immer Streit, wessen Füße als Messgrundlage dienen sollen. Einige Händler in Pockmoor haben extra Angestellte mit besonders großen und mit besonders kleinen Füßen. Je nachdem, ob sie Waren ein- oder verkaufen, werden dann mal die einen und mal die anderen genommen. Klingt logisch. Es ist ein Fest für sie. Sie genießt es, mir ihre Überlegenheit zu zeigen. Diese Massas.
Die ist ja echt doof. So, also wir müssen irgendwie was Holzmäßiges finden hier. Vielleicht hat der Krämer ja was. Der hat ja vieles. Hallo, Krämer. Moin. Servus. Hast du Stärkungselixiere im Angebot? Ich müsste meine Muskeln ein wenig auf Vordermann bringen. Hast du Stärkungselixiere? Es gibt strenge Dopingvorschriften bei Kriegerwettkämpfen. Ja? Und? Ach, ist doch egal. Ich habe nicht einmal mehr einen lächerlichen Mana-Trank. Schade. Hm. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Bleibt also die Frage, was kann ich tun? Da ist der... Da ist der Heino. Entschuldigung? Wer ist das? Das Holzbrett betrachtet. Was ist das? Ein Brett und ein Zettel. Der Kuttenträger hat es sich eben auch angesehen, glaube ich. Da steht ein 1784er Brett von Chateau sowieso. Das gibt's doch nicht. Verdächtig. Allerdings, hier wird einem normalerweise nichts geschenkt. Vielleicht ist es eine Falle. Irgendetwas sagt mir, dass ich vorsichtig sein und mich lieber beeilen sollte. Ja, das sag ich dir nämlich. Da haben wir das Brett. Jetzt werden wir die Termiten bestechen. Ganz, ganz schnell die Termiten bestechen. La 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 la. Hey, ihr da. Ah, das Säugetier. Hier, euer Chateau-Dingsbrett. Ein 1784er Chateau Latif. Das ist doch... Oh, das ist es. Das Bouquet, der erdige Duft. Ihr Affen könnt sowas nicht würdigen. Aber Kenner tun alles für so einen außergewöhnlichen Happen. Erspart mir das und hüllt endlich den Zwerg aus, wenn ich bitten dürfte. Wird gemacht. Wir hätten aber auch für dich die Orks ausschalten und den Gnom befreien können. Aber das war wohl zu kompliziert für dein Säugetiergehirn. Kommt, Jungs, bring uns zum Zwerg King Kong. Du bist so ein... So ein... Klappe! Ich habe alles unter Kontrolle. Bei dem Gewicht kann ich den Zwerg niemals 12 Fuß weit stoßen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ja, dann geh doch dahin. Meine Güte. Was ist denn jetzt? Warum holen die das denn nicht aus? Das Ding wiegt mindestens 1 Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Habe ich jetzt was verpasst oder warum hüllen die es nicht aus? Reden wir mal mit Matzatz, weil wir es können. Hallo Sonnenschein! Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht! Hallo Sonnenschein! Verschwinde! Ich doch! Okay, sie sagt nichts Neues. Bring uns zum Dings, aber da bin ich doch. Der Baum hat seine Schuldigkeit getan. Ich habe einen Ast und für mehr ist er wohl nicht gut. Schade. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie die Zeit überbrücken kurz. Das Brett. Warum habe ich das Brett denn noch? Ach, Holzbrett mit Termiten. Ah, okay, gut. Ja, das muss man ja auch erstmal gesagt werden, ne? Hey Jungs, es gibt Arbeit. In Ordnung. Los Männer, Angriff! Das sollte das Gewicht ganz erheblich reduzieren. So. Wenn die Termiten ihren Job richtig gemacht haben, müsste der Stamm jetzt eher meine Kragenweite sein. Hallo, ich bin bereit für meinen 2. Versuch. Oh, das wird witzig. Wir sind bereit. Thank you.
Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Hab ich nicht. Hast du doch. Aber auch das nützt dir nichts. Mein Versuch war noch ein Stück weiter. Wir werden das ausmessen. Oh, ich glaube, ihr Versuch war wirklich weiter. Erstaunlich. Was? 12,5 Fuß. Der Mensch hat gewonnen. Ja. Was? Du musst beim ersten Mal falsch gemessen haben, alter Mann. Schweig! Ich bin der Schiedsrichter des Wettkampfes. Und mein Wort ist Gesetz. Der Mensch hat mit 1,5 Fuß gewonnen. Der nächste Wettkampf ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Du warst auch gut. Für eine Frau. Glück muss man haben. Glück und Köpfchen. So, ich gehe jetzt. Und einen guten Helfer mit einem schwarzen Overall. Ach du Heiliger. Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Ui, wie funktioniert das? Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen. Ach wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Ich treffe jedes Ziel. Zehn Punkte für Masas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel. Wo bekomme ich denn... Hier gibt's doch bestimmt... Ja, eine Pfeilspitze. Zwar nur aus Stein, aber immerhin. Das? Die hatte ich doch schon die ganze Zeit. Schon beinahe ein Pfeil. So würde... Ja, ja. Das habe ich jetzt schöner, kurz mal... Ein schöner, selbstgebastelter Dings. Pfeil. Jetzt brauche ich nur noch einen Bogen. Wo hat der Krämer einen? Hä? Wo ist der Krämer denn hin? Ist der weggelaufen? Hallo? Hallo? Krämer? Vielleicht hat Wilbur einen. Ich denke zwar nicht, aber vielleicht. Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Das Kästchen. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht, jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwo einen Bogen hier kriegen. Und wenn sich hier keiner befindet, gehen wir mal raus. Da ist die Gestalt. Da ist der Krämer. Grüße, Fremder. Wer ist das? Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Hast du einen Bogen für mich? Ich habe einen Pfeil, aber ich brauche noch einen Bogen. Hast du einen? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Wie ungewöhnlich großzügig. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle... Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Man läuft sich bestimmt wieder über den Weg. Der hat auf jeden Fall dieselbe Stimme und der hat auch dieselbe Statur irgendwie. Ob das Nate ist? Das weiß ich nicht, ob das Nate ist, aber er könnte es sein. Und wer diese Gestalt in Wirklichkeit ist, das erfahren wir in der nächsten Folge bei The Book of Unwritten Tales. Bis dahin, euer Gorobei. Ciao!